Anke Engelke und Matthias Brandt, Sylvester Barthes nehmen sie Reißaus. Matthias Brandt, 61, und Anke Engelke, 57, werden in Kürze gemeinsam im Film Kurzschluss im Ersten zu sehen sein. In dem nur 30 Minuten langen Werk von Regisseur Erik Haffner spielen die Darsteller zwei Menschen, die kurz vor Jahreswechsel unfreiwillig im Vorraum einer Bankfiliale eingeschlossen werden. Engelke und Brandt verrieten nun, dass sie selbst Sylvester Barthes nicht mögen. Ich bin keine Feierelse, erklärt Engelke in einem Interview im aktuellen Stern laut Vorabmeldung. Darstellerin Engelke habe demnach bereits mehrere Versuche unternommen, eine ausgelassene Party zum Jahreswechsel zu feiern. Aber es ist einfach nichts für mich. Als Kölnerin finde sie sogar am Karneval keinen Gefallen. Zur Not gehe ich an Silvester mit, setze mir einen Hut auf, freue mich, dass sich die anderen freuen. Aber wenn ich mich um 21:30 verabschiede, soll sich bitte niemand wundern, so die Entertainerin. Ihr Co-Star Brandt sieht Silvesterfeierlichkeiten ähnlich, ritualisiertes Feiern ist mir eher fremd. Wahrscheinlich gehe ich an Silvester um 10 Uhr abends ins Bett. Das ist so ziemlich der einzige Tag im Jahr, an dem ich das tue. Besonders dem Bilanziere nach Datum könne der unter anderem aus der Historienserie Babylon Berlin bekannte TV-Star nichts abgewinnen. Brandt zufolge würden die Menschen an Silvester denken, dieses kalendarische Ereignis müsste sie zu einer Lebenskonsequenz führen. Auch seien an Silvester die Leute oft so außer sich. Der Kurzfilm Kurzschluss mit Engelke und Brandt läuft am 30. Dezember um 23.30 Uhr im Ersten und steht an diesem Datum bereits ab 17 Uhr in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.